Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein Fisch, zumindest wenn man den Titel dieses Spiels glauben darf. Eine Freigabe ab 12. Wundert mich an der Stelle ein bisschen, aber macht ja nichts. Um was geht es? Es geht um vier Fische, die irgendwie ins offene Meer wollen. Zumindest habe ich das der Beschreibung entnommen. Und das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Findet Nemo. Da gab es auch so eine Szene, wo sie irgendwie aus dem Aquarium ausgebrochen sind. Ich glaube, die sind dann irgendwie in so einem Wasserbeutel durch die Gegend geeiert. Ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Wir lassen uns überraschen, was in der nächsten Stunde auf uns wartet. Ob es eine große Freude oder eine mittlere Katastrophe wird. Alles ist möglich, wir finden es heraus und am Ende von der ganzen Sache ziehen wir natürlich wieder ein Fazit und überlegen, wie viele Fähnchen wir diesem Spiel hier geben. Es ist scheinbar deutsch. Controller geht. Ich hau drauf und wir fangen einfach mal an. Der Controller bedient sich wie eine Maus. Liegt das jetzt am Reverse oder ist das so gewollt? Seht ihr das? Das sieht... Ah, okay, ich glaube, da war Reverse nicht ganz sicher, dass es... So, was haben wir hier? Normaler Modus. Linker Stick schwimmen. Bosser-Stil schwer. Trigger halten und rechten Stick hin und her bewegen. Manuell schwimmen. Oh, da müssen wir die Schwanzflosse selber bewegen. Das machen wir nicht. So, was haben wir denn? Wir haben den normalen Modus mit Checkpoints und wir haben den Eisenfisch-Modus ohne Checkpoints. Dazu müssen wir aber erst das erste Spiel freischalten. Der Typ sieht auch ein bisschen aus wie Nemo, ne? So ein kleines bisschen. Macht ja nichts. Putzig ist er trotzdem. Alright there, Bob. How's it going? Huh? Oh, Bob. Yeah. Good. Englische Sprachausgabe, aber damit können wir leben. Das Brot spricht. Das auch. Oh, sorry about that. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. Sind da jetzt Fische drin oder was? I'd love some of that specialty bread. I'm sorry, we're all out. Waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. At least I still have the other loaf. So, jetzt stellt sich ja noch die Frage, wir vermuten mal, dass da Fische in dem Brot sind, ne? Wie sind die denn da reingekommen? Have a treat for you all. Enjoy. Was geht denn jetzt ab? Oder ist das intelligentes Brot? Ach, ich glaube, die Fische sind gar nicht in dem Brot. Das ist irgendwie intelligentes Brot oder was? Oder Brot, was intelligent macht. So, was haben wir denn hier für Fische? Das eine sieht auch aus wie so ein Clownfisch. Das andere ist ein Kugelfisch. Das andere könnte ein Piranha sein. Und den Langfisch kenne ich nicht. Okay, da können wir jetzt hier durch die Gegend schwimmen, können die Kamera bewegen, können nach unten und nach oben schwimmen. Cool, können sogar aus dem Wasser springen. Das ist ja die wahre Freude. Okay, geht's jetzt irgendwie weiter? Wahrscheinlich muss ich hier Brot essen, oder? An die Steuerung muss man sich ein ganz kleines bisschen gewöhnen. Und wahrscheinlich muss ich hier echt alle Brotstücke hier erstmal... Das ist gar nicht mal so leicht, ne? Will ich gerade an der Stelle mal festhalten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier noch eine Taste drücken müsste, um zu schwimmen...
Huch, da ist der Fisch ein bisschen, oder? Ein bisschen aus dem Aquarium geklitscht. Aber jetzt überlegt euch mal so als Leben als Fisch, ne? Da sitzt ihr an diesem Mini-Ding, ja? Normalerweise habt ihr ein ganzes Meer vor Augen. Und... Oh, jetzt freut er sich, der Fisch. Da freuen sich alle Fische. Ach, das ist so ein fliegender Fisch, oder? Oha, kommt jetzt wirklich die Erleuchtung, oder was? Ach, die sind ja schon süß, ne? Die spielen so versteckend. Oh nein! Ach stimmt, das ist ja so ein Tiergeschäft, ne? Oha! Oh nein! Ah, hier der Arme. Boah, das ist ja echt grausam, oder? Guckt euch den mal an, den armen kleinen Fisch hier. Mit seinen großen Augen. Alle seine Freunde sind futsch. So, jetzt können wir hier ein Level auswählen. Und das Meer ruft. Brot gefunden, halte gedrückt. Fortsetzen. Schlafen Fische auf dem Rücken? Oh nee, guckt euch mal den Arm an hier. Jetzt hängt er hier in so einem doofen Mini-Wasserglas oder was? Was freut er sich denn jetzt so? Ach, es gibt Fressen. Oh. Oh, das ist ja herzallerliebst hier. Und jetzt will er seine Freunde finden. Ja, er hängt in diesem doofen Glas fest. Oha, jetzt. Da geht doch was. Komm, Fiji, du schaffst das. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns fühlen als Fisch auf der Flucht. Ich brauche wahrscheinlich so ein bisschen... Ich muss wahrscheinlich hier hinten rüber. Dann falle ich jetzt hier runter. Lass die Sachen alle mal so fallen. Halt! Ah, habe ich eingesammelt, okay. Ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht kaputt gehe, ne? Oh! Gerade habe ich es noch gesagt, ne? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, wir probieren das nochmal. Da können wir den Fischi doch nicht hängen lassen. Ach, guck mal, da ist ja noch so ein Fischi. Dem Fischi können wir aber nicht wirklich helfen. Moment, was ist denn da für ein Fisch? Oh, Vorsicht. Kann man dem Fisch auch irgendwie ein bisschen helfen? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, 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 oh. Habe ich da oben jetzt einen zurückgelassen oder was? Aber da wäre ich doch auch gar nicht hingekommen. Na gut, aber hier geht es offensichtlich runter, ne? So, sehr gut. Da ist auch die offene Tür. Wo ist denn hier der andere Fisch hin? Da ist der andere Fisch. Den nehmen wir mit, oder? Wir versuchen, den mal mitzunehmen. Nur einer wird zurückgelassen. Boah, der hängt natürlich jetzt hier
bös fest hier, ne? Hey, Kumpel. Du hängst aber doof in der Ecke fest. Ich komme da gar nicht hin. Na gut. Müssen wir unser Glück nochmal versuchen. Wir versuchen jetzt erstmal hier abzuhauen. Also es ist schon nicht ohne als Fisch und Wasserglas, möchte ich an der Stelle mal anmerken. Ne? Da ist jeder Teppich ist eine Herausforderung. Und ich meine, lenken ist halt auch so eine Sache. Oha, da unten ist das Meer, da wollen wir irgendwie hin. So, hier sind überall Ziegel, das schaffe ich nicht, aber da ist ein Ziegel kaputt, das heißt, ich muss da lang. Ich muss jetzt hier runter. Wow. Und das muss um zerbrechlichen Glas, ne? Aber hier, zack. Ja, das fluppt doch. Upsala, das war ganz schön schnell jetzt hier. Oh, hier ist wieder irgendwie eine Muschel, die ich fangen kann. Habe ich die jetzt gefangen oder nicht? Oh, hier kann ich wieder was da. Vorsichtig. Nein, 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 nein. Ah, nein. Kinas, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Vielleicht deswegen ab 12. Ja, komm nochmal. Ah, gut, ich kann wieder hier anfangen. Man muss halt wirklich aufpassen, dass diese Kugel nicht zu schnell wird, ne? Also nicht die ganze Zeit irgendwie so tun wie beim Rennauto, einfach irgendwie Gas geben, sondern immer hier ganz vorsichtig hier das Ding schubsen. So, jetzt geht's wieder ab hier, die wilde Fahrt. Wow. Wow. Oha, was passiert jetzt? So, mal lieber ein bisschen langsam machen hier, ne? Wahrscheinlich kann ich hier neben rüber. So, hier auf die Blumen. Flupp. Oh, 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 oh. Ah ja, okay. So, wo geht's denn jetzt hier am besten runter? San Francisco oder was soll das sein? Kann die hinkommen, ne? Oh, hier ist doch so eine goldene Muschel. Das ist doch ein Indiz, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht. Warum eigentlich? Weil ich hier auf die Fensterbank will. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na komm. Ah. Mal mit Schwung jetzt hier. Zack. Jetzt komme ich da nicht runter. Vielleicht muss ich jetzt hier so ein bisschen Schwung holen. Ja, mit Schwung geht's. Wow, 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 wow. Aber wäre es nicht besser gewesen, diese Bahn runter zu futschen, oder? Ja, das wäre doch besser gewesen. Ich hätte doch hier so da vorne runterfahren sollen. Und dann wäre ich doch da in so ein Ding gekommen, oder? Ja, aber jetzt muss ich irgendwie damit umgehen, ne? Jetzt muss ich hier irgendwie weitermachen. Oh, ich bin tot. Oh, der arme Fischi. Das ist auch nicht direkt ausblenden, sondern echt noch den da so zappeln lassen. Das ist ja furchtbar. So, nochmal. Jetzt bin ich aber schon hier. Das ist doch Mist. Ich hätte gerne... Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht, indem ich diese Muschel einsammle. Ich hätte da oben... Eher so, aber das geht doch gar nicht, oder? Da falle ich doch dann durch. Nee, das wäre gegangen. Ich glaube, das wäre gegangen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier so ein bisschen feststecke, ne? Hier gibt es auch keinen Weg zurück.
Weil springen oder so kann ich ja auch nicht. Vielleicht. Finde ich das ein ganz kleines bisschen unfair, wenn das wirklich so gewesen wäre, weil da hat mich die Muschel ja voll abgelenkt. Aber guck mal, hier geht's auch noch weiter. Das Leben findet immer einen Weg. So, oh, langsam, langsam, langsam. Oh. Und wenn es der Weg zum Tod ist, ne? Ach, du arme Fischi. So, nochmal. So, jetzt haben wir doch einen Plan. Wahrscheinlich gibt es da auch noch Punkte, wenn man das schnell macht oder so. Und dann wäre das halt eine coole Abkürzung fürs nächste Mal. Aber das jetzt ohne Checkpoint, das ist schon knochenhart, ne? Da muss man schon wissen, was man tut. So, einen kleinen Schubs geben. Nicht zu schnell. Oh, langsam. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hier, komm, hier runter jetzt. Da runter. Ja! Der arme Fisch, wie er da so rumflatscht. Oh nee, ich hätte da... Oh, Gott sei Dank. Guck mal, hier ist ein Brot. Ach, ist das der Checkpoint vielleicht? Ich glaube, die Muscheln sind der Checkpoint. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich muss wahrscheinlich hier über die Wegen rennen, ne? Ich muss über die Wegen rennen. Und auch nicht zu schnell. Oh, guck mal, ich kann das Meer schon sehen. Komm, Fischi, es ist nicht mehr weit. Wir schaffen das. Komm, Fischi. Gib ihm. Komm, nochmal. Ein Schubs. Ja. Wie der Fisch da rumgeschubst wird, ey. Armer Fisch. Aber guck mal, da ist das Meer, da ist das Meer. Wir sehen das Meer vor uns. Es ist nur die Frage, wie kommen wir da runter, ohne kaputt zu gehen, ne? Oh. Ach, guck mal, hier ist doch so ein... Aber da hinten sehe ich doch auch so eine... Stromleitung oder was das sein soll. Wahrscheinlich muss ich mich daneben runterfallen lassen. Wollen wir das riskieren, dass wir uns... Ja, guck mal hier, da komme ich doch runter. Upp. Und ab die wilde Fahrt. Oh, das war knapp. Ah, guck mal, ein Checkpoint. Also ich nehme an, dass das ein Checkpoint ist. So, jetzt kann ich doch eigentlich nur hier runter. Nee, ich muss jetzt wahrscheinlich vorsichtig in die Regenrinne. Lass mal in Ruhe umgucken hier. Wir gucken erstmal hier hinten in der Ecke. Weil wir haben ja nur so ein dusseliges Fischglas, ne? Da muss man vorsichtig sein. Oh, 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 ah, da war ich zu schnell. Oh. Nein, oh Fischi. Das tut mir so leid. Oh, oh, oh. So, also, ich glaube, ich muss hier runter. Aber Piano muss ich hier runter. So, also, langsam, ganz langsam. So, Chips. Komm. Nicht zu schnell, ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Oha.
Jetzt aber schnell über die Straße hier. Oh Mann, ist hier Wasser? Ist hier Wasser? Komm nicht ins Meer. Oh nein, jetzt bin ich hier liegen geblieben. Hoffentlich kommen jetzt keine Leute, die mich aufsammeln, ne? Und sagen, oh, guck mal, ein Fisch im Glas. Aber da ist doch die Freiheit, da ist die Freiheit. Da ist die Freiheit, ja! Das Meer, jawohl! Ja, das Meer. So, 3 Sterne. Ein bisschen langsam, los schneller. Rekord, mein persönlicher Rekord. Und ich habe ein Brot gefunden, da waren 5 Brote. Okay. Ja, wir machen noch eins, ne? Oh nein. Oh nein. Erfolgreich geflüchtet und jetzt sowas, ne? Oh, und jetzt wird er auch noch von Mama und Papa versteckt. So. Na gut, Level 2. Dann mal los. Boah, das sieht aber übel aus, ja. Mann, das ist aber ein tristes Unterfangen. Abgesehen davon glaube ich ja auch, dass Fische in so Gläsern einfach ersticken, oder? Wenn die nicht eh irgendwie einander Klatsche kriegen. Aber Fisch, aber für dich ist das ja hier der Weg in die Freiheit, ne? Von daher nehmen wir das Glas mal dankbar an, denn so können wir möglicherweise diesem grausamen Schicksal entfliehen. Oh. Sind wir erst bei einer Runde gefallen? Ja, wir versuchen es mal, oder? Ach nee, guckt mal. Seht ihr da was? Da ist doch hier so eine... Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier ist irgendwie, glaube ich, Todesfalle, aber... Ich könnte ja mal versuchen, hier volle... Moschi da gegen dieses Brett zu kullern. Komm, gib Gas! Ja! Da hat jetzt nichts gebracht, ne? Können wir hier runter? Ah, da können wir auch nicht runter. Wie mit Schwung über die... Über die Brüstung, das schaffen wir nicht. Das heißt, der einzige Weg ist tatsächlich... Das geht auch... Glas geht auch kaputt. Ah. Ja, oh, jetzt überlegt mal, so der arme Fisch, ne? Was der sich jetzt denkt. Der denkt, oh nein, was geht jetzt ab? Oh, Lufthilfe. Oh. Ich darf da nicht drüber nachdenken, dann kommen hier die Tränen, ey. So, wie kommen wir jetzt aber? Wahrscheinlich müssen wir hier. So. Vielleicht kann ich da das Brett irgendwie umstoßen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vielleicht schaffe ich es, das Brett hier umzustoßen. Ja, ich schaffe das Brett umzustoßen. Und dann... Oh, nicht runterfallen. Dann kann ich bestimmt hier über die Kisten runterkommen. Hm? Sehr gut. So, da können wir uns jetzt hier so ein... Checkpoint einheimsen und da hinten ist doch ein Brot. Ich sehe es doch. Guck mal, ein Brot. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir doch mit, das Brot. Sehr gut. So, hier ist offensichtlich die Klappe. Wenn ich da jetzt hinfahre, ne, dann habe ich eigentlich auch. Dann gibt es keinen Weg zurück, glaube ich. Oh. Ah, wie hätte ich das jetzt machen können? Der Leiter einen Schubs geben, dass die nach vorne rutscht. Wir gucken mal.
Also die Idee wäre, der Leiter einen Schubs geben. Ah, guckt euch das an. Ich kann die Leiter tatsächlich hier runterschubsen. Das Brot nehmen wir uns noch mit. Und dann machen wir hier der Leiter hinterher, oder? Oha. Was ist denn das für ein Dachboden? Dieser Dachboden, der geht jetzt hier irgendwie direkt... Ach, der ist durch die Scheibe geknallt. Ah, okay. Und jetzt können wir doch hier einfach Stückchen für Stückchen runtereiern. Oh, guck mal, da ist ein Swimmingpool. Oha, ich will ja da hinten zu diesem Checkpoint, ne? Es ist der Weg natürlich auch verbaut, ne, da zurück. Also ich muss hier rüber und über das Dach auf das... Oha. Das gibt, glaube ich, jetzt ein wilder Bit hier. Also erstmal... Jetzt bin ich ohne Glas im Swimmingpool. Okay, hier geht es einen Abfluss runter. Ich sag ja, wilder Ritt. Das war jetzt, glaube ich, sowas wie ein Checkpoint, ne, wo ich beigelutscht bin. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir jetzt hier... Ja, hier muss die Grafikkarte alles geben, glaube ich, ne? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier mit Schwung drüber springen. Und ab in die Freiheit. Okay, hier ist ein Chunky besteckt. Aber guck mal, da ist ein Wegpunkt. Also, komm Fiji, noch einmal. Okay, wir müssen Anlauf nehmen. Ach, der ist schon süß, ne? Komm Fiji. Ah, zu früh. Schon wieder zu früh. So, Fische, jetzt aber. Oh ne, das war auch nichts. Ja, das muss doch möglich sein, dass ich hier rüberflutsche, oder? Ach nee, irgendwie. Da war gerade irgendeine Strömung, habe ich den Eindruck gehabt. Warum bin ich denn gestorben? Hä? Warum bin ich denn gestorben? Da wird ja immer mehr Müll kommt hier rein. Yay! So, und hier ist doch wieder ein Abfluss. Da kann ich doch hier... Hier komme ich doch gewiss irgendwie so Richtung Meer. Komm, gib ihm. Hä? Da komme ich nicht durch. Oh, jetzt habe ich mich in Plastik verfangen, ey. Jetzt habe ich mich in Plastik verfangen. Oh nein. Jetzt bin ich frei. Aber ich komme da nicht durch. Meine Güte, der arme Fisch. Jetzt hat er noch einen Pappbecher abgekriegt. Mal gucken, kann ich hier gegen die Strömung vielleicht was machen? Nee, kann ich nicht. Also jetzt hänge ich hier irgendwo ein bisschen fest. Gucken, vielleicht gibt es hier unten aber noch irgendwas. Wahrscheinlich bin ich eben gestorben, weil mich irgendeine Spritze erwischt hat oder so.
Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ich muss wahrscheinlich da oben in dieses Loch springen. Ich muss da oben in das Loch springen. Oder auch nicht. Wow, das ist jetzt aber ganz schön. Das ist aber ganz schön schwierig. Was sind denn hier für Haufen Spritzen im Abwasser, ey? So. Und hepp. Nee, da komme ich doch nie und nimmer hoch. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, jetzt hänge ich schon wieder hier in so einem blöden Plastikding fest. Ach, guck mal, da kann ich doch... Wenn ich hier dieses Plastik nicht hätte, könnte ich doch gewiss hier durchschwimmen, oder? Ja, toll. Wisst ihr was? Ich hätte da gar nicht drüber springen müssen. Ich hätte hier einfach... Ich hätte hier einfach durchschwimmen können. Ja, aber jetzt hänge ich hier gerade fest. Jetzt habe ich echt gerade keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Nee, schwimm mal nach oben. Lass uns mal hier oben über Wasser ein bisschen gucken. Also da oben ist irgendwie so ein Rohr. Da komme ich auch noch nie und nimmer hin. Habe ich eigentlich auch so ein Turbo... Oh, jetzt hat mich die Spritze erwischt. So, jetzt können wir ja nochmal unser Glück versuchen, ne? Wir geben jetzt mal voll Gas hier. Oh ne, hast mich schon wieder so eine blöde Spritze. Haut ab, ihr Spritzen, ich will euch nicht. Ich glaube, mit B kann ich auch noch ein bisschen beschleunigen. Bin ich sicher. Aber das war ja nichts. Sag mal, was übersehe ich denn jetzt hier? Steuerung bitte. Fähigkeit, Leertaste, Pause ein, aus, schneller respawn. Okay, was ist denn die Fähigkeit? Y ist hier die Kamera ausrichten. Ach nee, das war schneller respawn. Doof. Ach nee, oder? Ach doch, ist ja richtig. Ich bin verwirrt. Ach, meint ihr, ich kann nicht vielleicht hier rüberspringen, in dieses andere Becken? Vielleicht komme ich da raus. Vielleicht muss ich einfach hier Gas geben und über das andere Becken. Aber schaffe ich auch nicht. Oh Gott, ist der süß. So. Oh, 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 komm, komm, komm. Ja, ich bin im anderen Becken. Sehr gut. Ist hier ein Abfluss? Ist hier ein Abfluss? Ja, hier ist ein Abfluss. Naja, hier Fischi. Da geht's wieder ab durch die Rohre. Okay, da sind Gitter, das heißt, es geht eigentlich nur hier lang. Müssen wir bis hier durch. Ja, hier geht's weiter. Oh nein! Wo bin ich denn jetzt gelandet? In so einem Wagen oder was? Okay, also, jetzt muss ich diesen Wagen offensichtlich anschubsen. Okay, der Typ wäscht Auto, der kriegt erstmal nichts davon mit. Oh! Nee, 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 Zweck, du klaust mir nicht hier.
Putzeimer. Ja, ich, den Putzeimer haut jetzt ab. Geht jetzt aber auch gerade nicht anders. Aber hier komme ich doch nicht hoch. Oh nein, das war's doch schon wieder. Oh. Armes Fischi. Okay, also, wie komme ich jetzt hier... Ich kann doch hier diesen Weg nicht hochfahren, oder? Nee, den Weg kann ich... Ich muss wahrscheinlich da durch die Wiese fahren, ne? So, hier schnell ab durch die Wiese. Okay, durch die Wiese gibt's ein Entkommen, habe ich den Eindruck. Und hier gibt's aber so Stoppsteine irgendwie. Die sind nicht gut, die Stoppsteine. Da muss ich wahrscheinlich versuchen durchzukommen, ne? Oh, 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 das bremst. Oh, verflixt. Oh, der ist hinter mir her. Der Typ ist hinter mir her. Oh nein. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Oh, da ist Wasser. Ich sehe Wasser. Da ist doch ein Fluss. Da ist doch ein Fluss. Da ist doch ein Fluss. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja. Schnell. Puh. Hey, da freut sich das Fischi. Guckt euch das mal an. So, aber jetzt bin ich doch wahrscheinlich irgendwo in so einem Pool oder was? Ein kleiner Rückschlag. Achso, das war Level 2. Nee, ich will ja Level 2, ne? Ich will ja schon Level 2. So, fortsetzen. So, jetzt bin ich hier in diesem komischen Teich drin. Was ist da vorne? Da ist doch schon wieder Müll im Wasser, oder? Der rollt immer noch wegen seinem Putzeimer. Wow, hier ist doch wieder haufenweise Müll im Wasser. Schon wieder Spritzen und Pappbecher, und hier ist so ein Abfluss, da will ich bestimmt rein. Wow, will ich jetzt hier. Oh, das war wohl nicht der Plan. Ach, guck mal, jetzt bin ich aber hier in der Regenrinne. Die ist auch schon eine Weile nicht mehr sauber gemacht worden, glaube ich. Ich finde es aber cool. Ich habe erst gedacht, man ist die ganze Zeit in diesem Wasserglas unterwegs, aber es ist echt hier extrem abwechslungsreich. Oh nein! Oh je, das war doch jetzt wieder... So, hätte ich jetzt da drüber springen müssen eigentlich. Vielleicht, ne? Dann fließt das Wasser doch auch weg. Aber ansonsten liege ich doch da unten auf der Straße. Das ist doch doof. Und dann, wir versuchen das mal so. Und... Peps. Nein, 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 nein. Wo bin ich denn jetzt? Bist du ein Kumpel? Okay, ich habe einen neuen Freund. Oh, da hinten ist ein Brot. Der Fisch ist anscheinend jetzt nicht so clever. Der hat nicht dieses Spezialbrot gegessen. Der Fisch ist einfach nur im Wasser und schwimmt. Aber auch diese Idee, ne?
Da hat irgendein Bäcker so ein Spezialbrot gebacken, was dann irgendwie so ein bisschen lebendig war. Und das hat dann den ganzen Fischen so eine enorme Intelligenz gegeben, dass sie jetzt auf die Idee kommen und sagen, hey, wir hauen ab. Und jetzt? Hier ist doch eine Tür angelehnt. Da können wir doch bestimmt... Können wir uns doch durchmachen hier, durch die Küche jetzt. Und dass der Stuhl hier so kippelt, das hat bestimmt auch einen Grund. Oder? Guck mal, hier ist eine runde Tür. Oh, ein Brot. Ich sehe ein Brot. Also offensichtlich gibt es auch mehrere Möglichkeiten, glaube ich, dieses Level zu beenden. Hier bin ich doch jetzt wieder bei der Regenrinne gelandet, oder? Das ist doch die Regenrinne, die ich kaputt gemacht habe. Womit wir aber auch wieder im Glas wären, ne? Aber mit einem Kumpel. Der es irgendwie noch gar nicht fassen kann, was hier gerade passiert. Oh, oh, oh. Oha, jetzt muss ich hier rüber. Ist aber vorsichtig hier. Der könnte mir ja auch mal ein bisschen helfen, ne, der Fisch. Aber der lässt sich ja einfach hier nur so rumkullern. Ach, guck mal, hier ist doch viel breiter, da komme ich doch viel besser rüber. Ich höre aber schon Möwen. Ich höre doch schon das Wasser. Ich höre das Meer. Nein, 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 nein! Oh nein. Das bin ich ja noch schuld, dass der andere kleine Fischi drauf geht. Ah, wie furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, jetzt aber. So, langsam, 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 langsam. Hier lang. So, erstmal gegen die Wand und dann hier lang. Hier lang. Vorsichtig. So, dann hier lang. Oh. Oha. Oh, oh, ach, das war geplant. Okay. Jetzt hänge ich aber doch. Hänge ich jetzt hier fest oder was? Ich muss um diese Böller drumherum. Hilft hier alles nichts. Jetzt muss ich aufpassen, dass mich kein Auto überfährt. So, Frage. Wo ist das Meer? Das Meer ist bestimmt da unten. Das heißt, ab in die Richtung. Ja, da ist auch die Brücke. Komm, auf. Und nicht auf der Straße. Ich wollte doch auf den Bürgersteig. Jetzt hänge ich hier an diesem... Oh, das war ja zu befürchten, ey. Dass ich überfahren werde. Oh, und wie er guckt hier. Das ist auch Linksverkehr. Habt ihr das auch gemerkt? Also Amerika kann es dann eigentlich ja nicht sein. Wo dieses Abenteuer hier stattfindet. Da komme ich gar nicht vorbei hier. Merkt ihr das? Ich komme da nicht vorbei. Okay, ja, wie denn jetzt? Nicht einfach so auf die Straße. Nein, 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 nicht einfach auf die Straße. Oh nein, das ist doch jetzt wieder... Ach du, ach du, ach du. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier mit Anlauf oder was? Oder kommt ein Auto? Oder kommt ein Auto? Oder kommt ein Auto? Oder es geht nicht gut aus? Das geht nicht... Oh. Noch, noch richtig drüber gefahren. Ah, furchtbar.
Aber da geht's weiter, guck mal. Da geht's weiter, nicht die Straße runter. Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Oh, hier geht's doch. Meer, ich sehe dich. Ich will ins Meer. Freiheit. Oha. Oha. Oha, wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, und schon war's kaputt. Aber das ist doch richtig. Oh, jetzt pullert er hier runter, ey. Aber ich bin mir doch sicher, dass ich hier runter muss, oder? Wollen wir da oben bei den Mülltonnen mal gucken? Da reicht meine Kraft aber nicht. Also muss ich... Wow, wow. Wow. Alter. Alter. Ja, Fischi, nichts zu danken. So. Und nun? Jetzt sind wir wieder hier in diesem komischen, Ach, guck mal, hier kann ich doch wahrscheinlich nach unten. Ne? Wollen wir hier, ups, wollen wir hier mal nach unten? Okay, das war nix. Dann probieren wir das hier mal. So, dann... Gibt's hier noch irgendwas? Da hinten ist noch eins, wo ich nicht drin war. Oh, jetzt geht's hier wieder. Ab die wilde Fahrt. Oh, da ist ein Glas. Wow, okay. Ich kann das natürlich jetzt hier überhaupt kein bisschen steuern, ne? So, jetzt bin ich doch hier einigermaßen auf Kurs. Muss doch wahrscheinlich hier runter irgendwie, ne? So, ein bisschen. Das ist schon cool. Jetzt kann ich das Glas irgendwie so ein bisschen lenken hier. Je nachdem, in welche Richtung ich es anstupse. Bleib ich jetzt an diesem Becher hängen? Nein, da komme ich durch. Aber wo muss ich überhaupt lang? Nein, jetzt bin ich hier irgendwie... Hä? Ach, ich muss gewiss da unten unter diesem Zaun durch, oder? Ich muss bestimmt unter dem Zaun durch. Wir probieren das mal mit Karacho und einem Zaun durch. Oh nein, 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 was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Hier ist doch Platz. Komm, unter den Zaun durch. Die Pflanze hält doch bestimmt nichts aus. Oh nein, schade. Also hier dieses Glas zu steuern ist sau schwer, möchte ich mal anmerken. Vielleicht komme ich da hinten weiter. Guck mal, da ist doch unter dem Zaun ist doch auch ein Loch. So, wir müssen erstmal hier so ein bisschen zurück. Ich muss nämlich hier irgendwie mal gescheit manövrieren. Okay, also in die Richtung. Nee, das ist auch so ein Bordstein. Da komme ich auch gar nicht durch.
Armes Fischi. So, wir müssen hier hinten nochmal gucken. Oh, 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 oh. Ist hier irgendwo mal so ein... Upsala. Ist hier irgendwie mal so eine Wanddings da weg? Nee, hier will ich doch jetzt nicht versauern. Hier, komm, geradeaus. Nein, 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 nein. Dreh das Glas mal. Hier, Glas drehen. So, ja. Und hier und da. So, und los geht's. Ja, wo geht's jetzt lang, ne? Oh! Aber jetzt habe ich doch voll Speed hier. Jetzt habe ich doch voll Speed. Komm, jetzt! Nee, da komme ich nicht drüber. Da komme ich nicht drüber. Aber wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich muss doch jetzt nicht die Treppe hoch, oder? Wie soll das denn gehen? Fischi, was machst du denn hier? Komm, wir wollen mal gucken, ob wir irgendwie die Treppe hochkommen. Vielleicht können wir das Glas, wenn es hochkant steht, vielleicht kann man das irgendwie immer so ein bisschen kippen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe gerade momentan so ein bisschen Manövrierprobleme. So. Nein. So. Und jetzt mal gucken, was passiert. Ja, nichts passiert. Ich bin da ein bisschen hochgekommen. Okay, dann jetzt mal mit Schmackes hier. Jetzt mal mit Schmackes, komm. Komm, 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 komm. Wer guckt? So, wir probieren das jetzt. Nein, 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 nein. So, jetzt aber nochmal hier. Vielleicht kommt gleich irgendjemand und tritt uns. Das wäre doch auch eine coole Idee. Also wenn ich getreten werde, bekomme ich ja auch schon ein bisschen Speed, ne? Nur irgendwie haben die mich jetzt in die falsche Richtung getreten. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen komplett verpeilt. Oh! Komm! 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 Manchmal macht das Glas, was es will, muss man sagen. Ja, wieso kann ich denn jetzt nicht hier geradeaus? Wo ist denn jetzt das Problem? Wieso hängt... Also hier ging es jetzt gerade nicht, dass ich irgendwo geradeaus hätte schippern können. Oh... Du Sack, du hättest mich doch mal hier hochtragen können, ey. Hallo, Fisch am Boden. Hallo. Na, guck mal, hier habt ihr gerade die Einflug... Habt ihr jetzt gerade diese Einflugschneise gesehen? Da, die gehen alle hier so irgendwie hin. Und da positioniere ich mich jetzt mal mit meinem Glas. So. Und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken.
Irgendeiner kommt da bestimmt jetzt mal. Das ist eine Leertaste. Ich habe keine Spezialfähigkeit. Wahrscheinlich haben die einzelnen Fische irgendwelche Spezialfähigkeiten. Also ich könnte mir vorstellen, der Kugelfisch, der plustert sich auf. Der fliegende Fisch fliegt wahrscheinlich so ein bisschen. Und was hat der dritte Fisch? Piranha, der frisst wahrscheinlich. Oder beißt. Hey Leute, jetzt kommt da endlich mal jemand hier die Treppe hoch und tritt mich mal. Ist das denn die Möglichkeit? Da hinten, guck mal, die Frau in der Cargohose. Die sieht doch so aus, als wollte ich jetzt die Treppe hochgehen. Hallo, hier bin ich. Treppe hochgehen. Ja, 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 ja. Treppe hochgehen, Treppe hochgehen. Ja, 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 ja. Ja, nein. Oh nein. Ja, nein. Ja, aber die Idee war doch irgendwie ganz gut. Oh, ist aber ja frustrierend jetzt hier, ne? Na komm, Fischi. Vielleicht müssen wir uns da noch ein bisschen dichter an die Treppe legen. Oh. Oh. Du Depp, du hast mich in die falsche Richtung getreten. Komm, gib mir doch mal einen richtigen Tritt hier. Tretet mich doch mal. Oh, der tritt mich doch wieder in die falsche Richtung. Ich muss doch eher hier so hin. Ja. 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 Nein, 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 nein. Oh, hier der nächste Kandidat. Komm, komm, Fischi, komm, lass dich treten. Ich dachte schon, jetzt würde ich hochkant stehen. Nee, das kann es aber doch nicht sein, oder? Irgendwie habe ich was übersehen. Das kann doch nicht sein, dass ich mich hier die Treppe hochtreten lassen muss. Das ist ja, würde ich mal sagen, extrem glücksbehaftet. Aber ich habe keine andere Idee. Ich habe sowas von überhaupt keine andere Idee. Vielleicht muss das Glas hochkant sein, wenn jemand gegentritt. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht muss das Glas genau so hier liegen. Schussbereit sozusagen. Okay, kommt die Frau mit der Cargohose wieder. Ich glaube, die geht einfach hier mal im Kreis. So, jetzt mal gucken, was passiert. Und dritt. Ah, die steht. Die steigt einfach drüber. Dumme Kuh. Also, wir müssen hier wahrscheinlich schon ziemlich genau an der Treppe liegen. Neben diesem Strich wahrscheinlich ziemlich genau sogar. Da guck mal, da kommt die Frau mit der Cargohose wieder. Oh, und jetzt kommt der Herr. Gibt der uns mal hier. Oh. Oh, super. Meine ganze Ausrichtung hier für die Füße im wahrsten Sinne. Oh, 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 oh. Moment. So. Nee, ich muss noch ein bisschen. Ah, Leute!
Ihr tretet mich in die falsche Richtung. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier komplett einfach ist. Ich einfach nur wieder was übersehen habe. Aber ihr seht das doch genauso. Der einzigste Weg ist doch irgendwie diese Treppe hier. So, jetzt sind wir aber doch hier sowas von ausgerichtet. Na komm, Frau mit der Cargohose. Gib uns einen Tritt nach oben. Oder Herr in der kurzen Jeans. Oh, 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 oh. Nein! Aber das ist es. Ich glaube, das ist der Weg. Das ist der Weg, wie es funktioniert. Ich muss mich nur richtig hinstellen. Und dann tut er mich mit seinen Quadratlatschen. Oh, der Typ wieder, ey. Der macht hier alles nur kaputt. Oh Mann, jetzt habe ich die ganzen Kicker hier verpasst, ey. Nur weil der Depp mich hier komplett von der Bahn geschubst hat. Also nochmal. So, alles mit der Ruhe hier. Alles mit der Ruhe. Da kommt der Herr in der Jeans. Der hat mich doch eben fast nach oben geschoben. Nee, ich muss doch mehr nach da, Leute. Ich muss doch mehr nach da. Oh, stellt euch das mit der Steuerung mal nicht zu einfach vor, ne? Ich will es nur gesagt haben. Komm, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ihr glaubt gar nicht. Das löst körperliche Schmerzen aus. Oh, jetzt habe ich hier meinen Freund mit der Hose verpasst, ey. Ach nee, der ist auch wieder umgedreht. Hier einen Versuch muss man noch machen, sonst werde ich hier wahnsinnig. So, wir bringen uns jetzt hier mal ganz schön in Stellung. Hier, so, ja, da stehen wir jetzt aber sowas von perfekt. So, liebe Frau, jetzt tritt uns mal hier hoch, bitte. Oh, die dreht einfach wieder um, ey. Wieso gehen die denn hier die Treppe nicht mehr hoch? Und da ist der Typ... Oh nein! Alles klar, gut. Okay. Ach, man kann das auch überspringen und sagen, nächster Checkpoint. Ja, zurück zur Karte. Wir kommen mal zum Fazit. Ja, was soll ich sagen? Mir hat die Grafik wahnsinnig gut gefallen. Also die hatte schon dieses Findet Nemo Niveau und dieser Fisch. Ja, dieser Fisch, der ist ja so süß. Ja, der Fisch ist ja so unglaublich süß. Der Ton ist zweckmäßig, würde ich mal sagen. Stört es aber auch nicht, weil man ist ja schließlich auch ein Fisch. Ne? Und was so die Steuerung betrifft, die ist schon clever. Also auch wenn es gerade mit diesem Glas extrem fummelig ist, macht die Steuerung aber doch das, was man auch irgendwie erwartet. Also wenn ich da gegen das Glas schwimme, dann dreht es sich nach da dreht es sich nach da und in der Mitte kann ich dem halt ein bisschen Antrieb geben. Nervig war halt gerade mit diesem Level, mit diesen Füßen, ne? Das war schon extrem nervig. Aber es ist halt ein Knobelding und ich glaube, es gibt hier pro Level auch mehrere Lösungsmöglichkeiten, die man machen kann. Und von daher fand ich super. Also Spaß hat es mir auch gemacht, auch wenn jetzt das dritte Level wirklich frustrierend war, weil man immer wieder mit diesem blöden Glas da rumjongliert hat, dann zu der Treppe ist und dann kommt da irgend so ein Honk und tritt einen wieder irgendwo in die falsche Ecke. Ne? Ja, aber es weckt auch Ehrgeiz, es doch irgendwie zu schaffen. Also es ist ein tolles Spiel. Ich kann nicht anders als diesem Spiel, allein weil der Fisch so süß ist, 5 Fähnchen zu geben. Ich bin da auch sehr gespannt, wie es da wohl weitergeht, wenn man auch die anderen Fische möglicherweise mal steuert. Und irgendwie haben wir ja in den Optionen was gesehen von der Spezialfähigkeit, die irgendwie zum Tragen kommt.
Also ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge Knobelarbeit drin. Wieder so ein Spiel, wo ich jetzt nicht sage, macht man einen ganzen Sonntag. Aber abends mal so ein Level machen, mal so ein bisschen durchknobeln, irgendwie auf dem Sofa sitzen, auf dem großen Fernseher mit dem Fisch mal ein bisschen durch die Gegend rollen. Das stelle ich mir schon ganz gut vor. Und macht wirklich einfach richtig Spaß, dieses Ding. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ich freue mich auch über einen Daumen hoch oder über jedweden Kommentar, den ihr zu schreiben habt. Und vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man Level 3 irgendwie bewältigen kann. Vielleicht gibt es da mehr Lösungen. Vielleicht habt ihr das schon gespielt. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen dazu beitragen, was da in den späteren Leveln noch auf einen wartet. Ansonsten macht bitte Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!